Hallo, heute habe ich ein ganz besonderes Video und zwar etwas, das eigentlich schon seit Ewigkeiten auf YouTube existiert, was ich selbst aber noch nie gedreht habe. Und zwar geht es um ein What's in my bag Video. Ich wollte heute also auch mal zeigen, was ich so in meiner Handtasche immer drin habe, weil ich das bei anderen Mädels total gerne immer gucke und ein bisschen stalke, was die denn immer so mit dabei haben. Ich bin eine, die schleppt unglaublich viel immer mit. Deshalb habe ich auch immer so große Shopper mit dabei und die sind auch immer ziemlich schwer. Aber vielleicht interessiert es dich ja, was ich immer so mitschleppe. Deshalb würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Erstmal mit meiner Tasche. Genau, die ist nämlich auch relativ neu. Die habe ich mir jetzt für den Frühling Sommer gekauft. Ich liebe das ja, die Handtaschen umzuändern von diesen dunkleren Handtaschen in diese helleren, nude, leicht roséfarbenen Handtaschen. Und das Besondere an der hier ist auch, dass das Innenleben orangefarben ist. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst, aber für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass das Innenleben besonders hübsch aussieht. Deshalb habe ich mich direkt in diese Tasche verliebt. Ich verlinke sie auch gerne noch mal unten. Dann legen wir jetzt aber los mit dem Inhalt. Das, was natürlich absolut nicht fehlen darf, ist ein Handy. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, da spreche ich für viele da draußen. Das ist im Moment mein Case und ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr hübsch mit diesem Blumenmuster in Weiß. Dann, was ich auch natürlich sehr, sehr wichtig finde, sind gerade diese ganzen Apps, die ich da drauf habe. Vor allen Dingen natürlich die Social Media Apps wie Instagram und Snapchat, wo ich ja auch immer mal wieder was aus dem Alltag poste. Dort kannst du mir gerne folgen. Ich lese mir nämlich total gerne die ganzen Nachrichten durch und auch die Snaps schaue ich mir an. Aber was ich auch sehr gerne spiele, ist die App Best Fiends. Vielleicht kennst du das Spiel schon von anderen YouTubern, die das einmal in einem Video vorgestellt haben. Ich habe das selbst auch schon relativ lange. Ich bin nämlich schon bei Level 141. Aber wenn man das immer so mal zwischendurch spielt, dann, ja, dann läppert sich das ziemlich schnell. Und heute darf ich das Spiel auch einmal vorstellen. Und zwar geht es dabei einfach nur darum, dass man seine Sektenarmee dazu ermutigen soll, viele Früchte zu sammeln, und zwar so viele wie möglich in so einer Kette. Und dann kämpft man damit gegen die bösen Schnecken und versucht sie damit zu bombardieren mit diesen Früchten. Man kann seine eigenen Insekten auch immer noch mal ein bisschen aufpimpen, ein bisschen Level erhöhen und dann wird man auch immer stärker und es macht immer mehr Spaß. Also vielleicht kennst du es noch nicht, dann kannst du es dir auf jeden Fall mal anschauen, denn die App ist auch kostenlos. Den Link habe ich einmal unten in die Infobox reingesetzt und das Spiel gibt es auch nicht nur für iPhone im App Store, sondern auch bei Google Play oder bei Amazon im App Store und auch auf Facebook kann man das spielen. Also schau es dir einfach mal an. Vielleicht ist es ja auch was für dich, falls dir mal zwischendurch langweilig wird. Kommt ja ab und zu mal vor. Dann geht es weiter und zwar habe ich noch mehr Technikzeug in meiner Handtasche. Ich bin nämlich so ein Technikfreak, also sogar mehr Technikfreak als Kosmetikfreak und ich glaube, das soll schon was heißen. Ich habe hier immer so eine kleine schwarze Tasche. Da habe ich alles an Kabelwirtschaft, damit das in der Tasche nicht irgendwie ein Kuddelmuddel gibt. Und zwar einmal so ein Aufladegerät, ein portables für mein Handy, falls es mal zwischendurch leer geht, weil ich zu viel gesnappt habe. Dann noch so Kopfhörer natürlich und dann auch noch ein ansteckbares Mikrofon, das man mit dem Handy anstecken kann und dann Aufnahmen machen kann für Voice-Over zum Beispiel. Das benutze ich ganz gerne so mal zwischendurch. Und dann habe ich auch noch immer einen Schal dabei und zwar entweder natürlich für den Hals, weil mir immer irgendwie kalt ist oder aber wenn wir spazieren gehen und ich mich irgendwo auf eine Parkbank setzen muss, dann habe ich das immer unter meinem Poppes, weil mir da sonst immer zu kalt wird. Und ich bin eine, die leider viel zu schnell eine Blasenentzündung bekommt, deshalb ja, versuche ich mich auf nichts Kaltes zu setzen. Dann habe ich natürlich immer was zu trinken dabei, denn im Moment achte ich ja sehr darauf, auch gerade wegen der Schwangerschaft und das ist einfach nur so ein Sprudelwasser. Dann, was ich auch noch immer dabei habe, ist das hier, meinen Planer, meinen Filofax, den habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt, schon auf Instagram. Aber ich liebe auch dieses Nude und gerade dieses A5-Format sehr. Was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich das Portemonnaie. Das habe ich auch schon mal gezeigt. Das hatte ich nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war in meinem Weihnachtsgeschenke-Video von meinem geliebten Ehemann. Vielen Dank nochmal dafür. Auch so ein schönes Nude. Also ich mag Nude total gerne. Das ist total meine Farbe. Passt auch, wie ich gerade merke, sehr gut zur Handtasche. Was ich im Moment natürlich auch immer mit dabei habe, ist mein Mutterpass. Soll man ja auch auf jeden Fall machen, wenn man schwanger ist, falls irgendwas passiert. Man weiß es nie, dann wissen alle, okay, sie ist schwanger, sie hat ein Baby im Bauch und da sind einfach auch alle Daten drin. Außerdem habe ich da auch immer die letzten Ultraschallbilder drin und ab und zu mal gucke ich da sehr, sehr gerne rein. Und dann, oh, habe ich offensichtlich auch noch ein Spielzeug drin und zwar ein Monchichi von meiner Tochter mit Schnuller. Die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du das
noch kennst, das sind diese kleinen Äffchen. Ich finde sie total niedlich. Und als sie sich das gewünscht hat zum Geburtstag, da ja, musste sie natürlich auch sowas bekommen. Dann habe ich hier noch die Hundeleine von der Mia. Darf natürlich auch nicht fehlen. Gerade wenn wir so kurz irgendwo hin wollen, dann brauche ich auch keine Flexileine, sondern nur so eine ganz normale. Dann auch noch ein bisschen Tabletten. Also es sind ja keine Tabletten, also einmal meine Folsäure natürlich, die ich jeden Tag einnehmen muss. Dann leider bei diesem Wetter mit diesen netten Pollen, die so draußen sind, mein Nasenspray, mein Antiallergikum. Dann, was im Moment absolut nicht fehlen darf, ist meine Handcreme. Ich wasche mir pro Tag geschätzte 200 Mal die Hände und dann trocknen sie natürlich auch aus und deshalb habe ich auch immer eine Handcreme dabei, die ist auch schon gut fast leer. Dann habe ich immer auch noch Naschi mit dabei, einmal zwei Traubenzucker-Lollis für meine Kinder, Notfall-Lollis, ja, man weiß ja nie, falls sie sich irgendwie wehtun, zum Beispiel wenn sie weinen, dann ist das immer etwas, das sie sehr aufbaut. Für mich selbst habe ich aber auch immer Naschi dabei und zwar einmal hier diese Zitronenmelisse-Bonbons, zuckerfrei, die finde ich so lecker, die Naschi ich gerne mal ab und zu. Dann noch Kaugummi, einfach nur Pfefferminz-Kaugummi. Und Kosmetik habe ich tatsächlich nur zwei Sachen in der Handtasche. Ich bin auch keine, die sich zwischendurch immer wieder nachpudern muss oder irgendwas nachbearbeiten muss, sondern ich schmink mich morgens, sondern hält das auch den ganzen Tag. Das Einzige, was ich so zwischendurch mache, ist Lippenpflege und zwar einmal ganz normal durchsichtig und dann einmal was mit Farbe und zwar vom P2, die Farbe 80 Tell Me a Tale. Wer hätte es gedacht? Ja, das befindet sich auch immer in meiner Handtasche mit drin. Dann bei Sonnenschein natürlich, endlich konnte ich meine Sonnenbrille auch wieder rauskramen. Da freue ich mich immer total drauf, wenn die Sonne so doll scheint, dass ich eine Sonnenbrille tragen muss. Herrlich. Und dann natürlich noch ganz normal Taschentücher, die immer wahrscheinlich jeder auch mit dabei hat. Und dann auch noch etwas Größeres, Dickeres und zwar ein Buch habe ich auch immer, immer mit dabei. Im Moment ist das das neue von Jojo Moyes. Sie hat tatsächlich ein neues Buch. Und zwar Über uns der Himmel, unter uns das Meer. Bitte nicht spoilern unter den Kommentaren. Ich habe es nämlich noch eigentlich nicht richtig angefangen. Denn eigentlich lese ich im Moment das neue Buch von Kate Morton. Das Seehaus. Habe ich aber nicht in der Handtasche mit drin, weil es ist die gebundene Ausgabe. Und es ist sehr viel größer und schwerer als so ein Taschenbuch. Deshalb ja, muss das leider zu Hause bleiben. Aber eigentlich lese ich das im Moment. Ich liebe ja ihre Bücher und ich freue mich mega, dass sie endlich mal wieder ein neues rausgebracht hat. Ich habe das Gefühl, ich muss da immer so jahrzehntelang drauf warten. Aber jetzt gibt es endlich wieder ein neues. Und das war es auch schon. Meine Handtasche ist geleert. Ich bin stolz auf mich. Kannst mir gerne mal schreiben, ob du das jetzt total viel findest oder ob das noch normal ist. Also ich finde schon, ich habe immer viel mit dabei. Aber wie gesagt, ich brauche das. Schreib mir gerne mal ein Must-Have, was du typischerweise immer dabei hast, was nicht mit Kosmetik zu tun hat, sondern einfach, weil du, ja, weil das dein Charakter ist, weil das so zu dir gehört. Das würde mich total interessieren. Und dann verlinke ich wie immer meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.